Gehen wir auf die Richtlinien. Entschuldigung, ich habe immer noch was mit der Stimme. Nur mit meinem Hals, eher gesagt. Und hier können wir den oder die Stadtrichtlinien einrichten lassen. Sprich Stromverbrauch. Strom sparen ist wichtig und der beste Weg dazu ist, in Gebäuden Stromzähler zu installieren. Da haben wir Vor- und Nachteile immer. Vorteil verringert den Stromverbrauch. Und der Nachteil ist, das ist eigentlich immer so, fast immer in Geld. Das heißt, pro Gebäude 5 Cent. Aber wir sparen natürlich dadurch Strom. Ergo, machen wir natürlich rein. Wasserverbrauch ist genau das gleiche. Weil die bekommen jetzt Wasserzähler, glaube ich. Halbieren sie durch die Installation von Wasserzählern. Genau. Vorteil, weniger Wasser. Nachteil, 5 Cent pro Gebäude. Verteilung von Rauchmeldern ist genau das gleiche wieder. Sprich, dort werden Rauchmelder installiert, wo die Feuerwehr früher und sicherer das sehen können, dass da, sage ich mal, brennt und dann die schneller da sind. Vorteil, verringert Feuergefahr. Nachteil, 5 Cent pro Gebäude. Ist aber egal, die 5 Cent nehme ich in Kauf. Dann können wir endlich die erste Feuerwehr und die Polizeistation bauen, beziehungsweise Krankenhäusern. Und da ich es gerne immer alles in der Nähe habe, baue ich hier oben natürlich die ganzen Stationen. Ergo, als erstes kommt natürlich, was für mich immer am wichtigsten ist, ist die Gesundheit. Ergo bauen wir unser erstes, was ist das überhaupt für ein kleines, eine Arztpraxis. Das reicht vollkommen aus. Neben der Schule, perfekt. So können die Kinder, sage ich mal, nichts sagen. Ich muss mal kurz zum Arzt, weil ich irgendwie Husten habe. So, und da wir kein Geld haben, würde ich als nächstes die Wache bauen. Und da oben ist es ganz, ganz wichtig, weil Industriegebiet natürlich, wenn da keine Polizei ist, haben wir natürlich die, ja, schlechte Karte. Und der ist natürlich nicht mit Wasser, okay. Wieso ist der Ort bereits belegt, wenn nicht? Ach, hier ist noch eins. Ach so, deswegen hat er nicht gemacht. Alles klar. So. Dann gehen wir auf Play. Stadtviertel festlegen. Rufen Sie das Stadtviertelwerkzeug auf, um Stadtviertel hinzuzufügen und zu entfernen. Und Ihre Industriespezialisierung zu verwalten. Spezialisierte Industrien können die örtlichen Naturrohstoffe nutzen. So, wir warten noch, bis wir das Geld haben. So, die wollen natürlich mehr Wohnsiedlungen haben. Aber wir können es natürlich auch verteilen, inwiefern wir die Wohnsiedlungen verteilen. Natürlich mit den Buttons hier unten. Und wir kommen schon ins erste Minus. Das ist natürlich sehr schön. Weil die Industrie ist da. Wohnsiedlungen bräuchten wir noch. Dann bauen wir noch mal ein paar Straßen hinein. Legen das hier so hin. Damit die Nachfrage zu den Wohnsiedlungen ein bisschen sinken, aber wir dennoch genug Einnahmen kriegen. Dann machen wir eine große Wohnsiedlung hier raus. Nehmen wir den Füller. Und klicken hier einfach nur rein. Und machen hier raus eine sehr große Wohnsiedlung. So. Geschafft. Dann machen wir natürlich. Sieht zwar nicht professionell aus, ist aber egal, sind ja nur Wasserleitungen. Und wir brauchen natürlich wieder Strom. Ah, das wird sehr eng, weil wir kein Geld für weitere Stromleitungen haben. Aber ist nicht so schlimm, das kriegen wir gleich wieder rein. Mit bisschen Geduld. Dann würde ich sagen, bauen wir hier wieder eine zweite Zufahrtsstraße rein, damit die Leute einfach einen besseren Nahverkehr haben. Und wir gehen richtig runter. 1400 können wir noch ein zweites Darlehen aufnehmen. Das ist perfekt. Das ist nämlich das, was ich jetzt vorhabe. Wir bauen nochmal eine zweite Zufahrtsstraße hinein. Und
Natürlich ein bisschen blöd wegen Stromleitungen. Aber das kriegen wir auch so hin. So, da haben wir eine Leitung. Und hier noch eine Leitung. Hier da brauche ich ja keinen Strom. Okay. Entschuldigung. Ja, das sollte erstmal reichen, dass man hier eine Zufahrtsstraße baut. Dann machen wir eine vierspurige. Sechsspurige. Ich denke mal, eine vierspurige würde erstmal reichen für den Anfang. Obwohl eine sechsspurige. Glaube ich noch etwas größer. Aber dann machen wir das hier. Verbinden das mit der Straße. Nee, so wollte ich es nicht haben. Ich will es natürlich irgendwie ein bisschen gerade haben. Weil so ein kleiner Gartenfreak bin. So. Jetzt sollten wir wesentlich eine bessere Zufahrt haben. Aber wir können uns gleichzeitig gleich eine Feuerwehr und eine Polizeiwacht bauen. Oder eher eine Wache. Legen das dann hier hin. Und es ist ganz wichtig, im Industriegebiet natürlich eine Polizeiwache zu bauen. Das legen wir gleich hier im Zentrum. Und zwar hierhin. So, und können starten. Schauen wir mal, gleich soll es ein bisschen sich das einigermaßen verändern. Jetzt habe ich hier unten, glaube ich, keine Polizeiwache gebaut, oder? Doch. Feuerwehr? Arzt. Okay. Dann können wir nämlich, weil die Nachfrage langsam zu Industriegebieten steigt, bauen wir mal hier so eine kleine Industrie ein, hinter der Feuerwache. Bin ich mal gespannt, was dann passieren wird. Da kommen so hier so, wenn man, ich will mal wissen, wenn ich hier diese kleinen Kästchen mache, ob dann gegebenenfalls so was wie Kioskläden erstellt werden, das weiß ich natürlich nicht. Wir gehen langsam immer weiter mehr ins Minus. Schauen wir mal, okay. Ich glaube, wir haben höhere Nebenkosten als Einnahmen. Da werden wir aber mal die Steuern mal erhöhen. Weil solange die nicht rumschreien, kann man die Steuern immer schön erhöhen. Wie gesagt, Budget. Weiß ich nicht, was man damit macht. Ich weiß es einfach nicht. Machen wir auf 11%, 11% und 11%. Die Industriegebiet, die boomt nicht so wirklich. Gehen wir es mal hier hin. Aber wir gehen langsam von roten Zahlen etwas runter. Oder auch nicht? Oder doch? Doch, wir gehen langsam runter. Das ist schön. Puh. Wie sieht es denn mit dem nächsten Meilenstein aus? Würdiges Dorf, winzige Kleinstadt, da bräuchten wir eine Einwohnerzahl von 1300, sollten wir gleich erreicht haben. Und wir gehen immer schneller runter. Das ist sehr schön. Weil dann würde ich hier natürlich von der mittleren Straße zur anderen hier in der Mitte auch so Wohnsiedlungen einbauen. Hier dachte ich mir so, wie, weil man kann hier glaube ich auch größere Gebäude bauen, hier sowas. Da würde ich so die zweiten Tier, sage ich mal, Wohnsiedlungen einbauen, dass man hier wirklich hier so das kleine Käffchen hat, so gute Häuser, sage ich mal, und hier dichte Wohnsiedlungen, wie der Name schon sagt, Cities Skylines, werden natürlich auch hohe Häuser entstehen. Und das wollte ich hier so in der Mitte lassen, dass er so, hier noch so klein idyllisch, und hier oben hat man immer größeres Bauwerk. Und wir gehen immer weiter runter. Jetzt erhöhen wir uns wieder. Ne, wir senken die ganzen roten Zahlen. Das ist immer sehr schön. Man könnte auch hier gleich nochmal eine zweite Straße hinbauen, da wir das Geld noch etwas haben. Da. Je größer die Straßen, umso besser. Ich glaube, hier hätte ich keinen Platz. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber ist ja nicht so schlimm, man kann es ja immer noch irgendwie nachträglich ändern.
Und was ich immer hier schön finde im Spiel, man sieht, sag ich mal, ich nenne es einfach mal Schmutzpartikel. Man sieht wirklich, dass es eine Industrie ist. Und wie extrem schmutzig es sein kann. Wenn ich jetzt zum Kohlekraftwerk gehe, will ich es eher nicht sehen. Aber hier sieht man es, dass ja das Grüne sehr dezent verschwindet. Wenn ich das mal so gut nennen möchte. Aber, wie man sieht, nur durch einige Straßenbauten erhöht sich der Verkehr, beziehungsweise man kommt besser zur Arbeit. Als nächstes würde ich sagen, bauen wir die Industrie ein bisschen aus. Dass wir hier so eine Schlängenlinie von links nach rechts für Städte baut. Und wir dürfen natürlich nachher nicht vergessen, in die Windkraft zu gehen. Also ich zumindest, weil ich liebe die Windkraft. Ich bin alles gegen, sage ich mal, was der Natur schaden könnte. Habe ich da immer was dagegen. Und hier sieht man schon richtig schön die Gülle, die hier ins Wasser kommt und das alles schön verschmutzt. Deswegen hier niemals eine Wasserpumpe hinbauen, weil das könnte Folgen haben. Schauen wir mal. Ja, es freut mich immer zu sehen, wenn der Verkehr sich immer schön bewegt. Wenn sich mal was. Oh, da sehe ich es gerade schon irgendwo. Ist mir gerade ins Wort gefallen. Dass hier sich die Gebäude dynamisch verbessern und aufwerten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel drauf drücke, ist dieses Haus, sag ich mal, von. Na, toll. Und hier haben wir eine winzige Kleinstadt erreicht. Sprich, wir können endlich Parks bauen. Einzigartige Gebäude. Und neue Richtlinien. Sprich, endlich, ich hasse es, rauchen. Wir können hier Rauchverbot einbauen lassen. Sprich, die Gesundheit steigt, glaube ich, nach oben. Verringert natürlich die Zufriedenheit. Aber die Gesundheit geht natürlich ganz nach oben. Und das ist natürlich das, was ich erreichen will. Parks und Erholung. Das sollte man immer bauen, damit man die Bürger in Zufriedenheit bringt. Weil wer sowas wie Sims kennt oder generell auch. Ja, solche Bausimulatoren, die wissen natürlich, was mir solche Parks und Erholungen bringen, weil das ist natürlich nichts anderes. Hier die Kanäle, da habe ich gar keine Ahnung, wie ich das bauen soll. Teilweise solche Untergrundwassergeschichten, wo es sich einlagert für die Gebäude, wenn man vom Wasser hier alles verteilt, ohne, sage ich mal, die ganzen Pumpen zu benötigen. Aber das benutze ich ja weniger. Und hier hat man die ganzen neuen Gebäude mit den Parks, wo sich die Bürger, sage ich mal, ja, freizeitmäßig mit den Kindern ausgehen können oder einfach Spaß haben. Und wir haben endlich die erste Oberschule. Das ist sehr schön. Und das ist das, was ich sagen wollte eigentlich. Hier hat man gewisse, oh, jedes Gebäude unterscheidet sich in den Stufen. Hier hat die Stufe 2 von 5 erreicht. Ergo, das ist das, was ich vorhin meinte, dieses dynamische System, das heißt, die Gebäude verbessern sich von alleine. Und das ist das Schöne daran, dass sich das Gebäude nicht gleich aussieht wie vorher. Und hier baut sich auch schon eins. Ist auch gerade schon eine Verbesserung. Na, hier steht schon Verbesserung im Gange. Aber es ist ganz wichtig, dass wir eine Oberschule bauen. Da können wir natürlich drei Häuser wegreißen, weil die sowieso nichts kriegen, glaube ich. Dann können wir nachschauen, was die hier so geben. Die Olivenresidenz. Ja, okay, es wird langsam größer. Dann lassen wir es lieber mal. Schauen wir mal, wo wir die nächste Schule hinbauen. Ich würde sagen, wir bauen es hier hin. Weil Grundschule muss ja nicht gleich neben der Oberschule sein. Bauen wir es einfach. 24.000, da sind wir sehr blank. Aber ist mir egal, ich bin für die Bildung. Und links hier hin. Und weiter geht's. Immer schön zu sehen, wie sich die Stadt immer weiterentwickelt. Ah, das ist immer sehr angenehm. Aber wir sollten mal zu den Richtlinien. Haustierverbot, never ever. Definitiv nicht.
Verringert zwar Müllansammlung, aber nein, das ist No-Go. Also Tiere sollten immer da sein. Das ist das, was ich haben wollte. Rauchverbot. Das runter. Parks und Erholung. Sorgen Sie dafür, dass dass das ganze Land auf Ihre Parks und Plätze neidisch ist. Erhöht den Bodenrichtwert um Parks und Plätze herum moderat. Das ist natürlich schön. Nehmen wir das hier mal. Aber wir können sowieso nichts leisten. Wir gehen sehr stark ins Minus. Wahrscheinlich, weil die Industrie oben einfach nicht gut ausgebaut ist. Aber es könnte gleich wieder runtergehen. Schauen wir mal. Ja, die Industrie allgemein baut sich hier nicht aus. Nichtsdestotrotz, kann man noch ein Darlehen aufnehmen? Nein, alles voll. Ist nicht so schlimm. Wenn man halt am Anfang ein bisschen verkackt auf gut Deutsch. Aber man kriegt dann alles schön hin. Aber es wird immer mehr. Das ist nicht so schön. Oh oh. Also in der Phase war ich noch nicht. Dafür, dass ich kurz gespielt habe. Irgendwas ist doch hier am Argen. Wieso geht der ins Minus? Die Tweets nerven mich sehr, sehr. 2000. Ah, jetzt geht langsam wieder runter. Das, was ich meine, ist auf und ab. Ach. Immer wenn es runtergeht, ist es sehr schön. Aber ist die Frage, für wie lange? Und ich würde sagen, dann mache ich kurz gleich eine Aufnahmepause. Und dann geht es auf jeden Fall wieder weiter. Aber es ist etwas zu langsam, glaube ich, oder? Ja, nur zweier Schritten. Jetzt geht er wieder hoch. Und jetzt geht er in 10er Schritten wieder runter. Wir beschleunigen das Ganze mal, weil wir können sowieso nichts bauen. Das ist das Problem an der Geschichte. Ah, es geht langsam schneller runter. So, gehen wir mal einen Schritt schneller. Wir müssen auf jeden Fall hier in der Mitte dann wieder eine Zufahrtsstraße bauen. Ich weiß nicht, warum ich heute so einen Frosch am Hals habe. Aber ich glaube, wir können eventuell die Steuern noch etwas erhöhen. Weil sonst, wenn die sowieso wieder schreien, es ist so hoch. Ach, Entschuldigung für das Gehust, aber irgendwie seit Tagen geht es nicht so wirklich gut. Aber ich kann nicht aufhören. Ja, es geht immer schneller runter. Das ist gut. Und hier sieht man schon, Schrei nach Industriegebieten oder Gewerbegebieten eher gesagt, wird immer größer. Ja, einzigartiges Gebäude, das können wir uns so noch nicht leisten. Aha. Entschuldigung, ich werde auch gleich eine Pause machen. Bankrottalarm. Ja, sorry. Ist natürlich perfekter Einstieg, ne? Wenn man zum ersten Mal sowas spielt, dann kann gleich ein Bankrottalarm. Hat man keine Lust mehr, aber ich gebe nicht auf. Die Stadt steht am Rande des Bankrotts. Sie müssen Dienstleistungen stilllegen, um Geld zu sparen oder aber mehr Einnahmen durch Steuererhöhungen erzielen. Sie können auch Darlehen aufnehmen, sofern welche zur Verfügung stehen. Notverkaufsoption. Wenn die oben stehenden Maßnahmen nicht ausreichen, können Sie Ihre Stadt mit der Hilfe eines Notverkaufs retten? Beachten Sie aber, dass dadurch weitere Errungenschaften, ja. Ach so, da werden einige Gebäude verkauft. Ach so. Machen wir einfach. Egal. Wir können es danach wieder sowieso aufbauen. So. Also, als allererstes, wir werden
die Industrie aufbauen. Weil ohne das, glaube ich, sind wir nicht gut gelegt. So, bauen wir hier die Industrie hin. Boah, ist das hell. Das Strömchen. Legen wir hier hin. Und wir brauchen natürlich auch Wasser. So, das packen wir aber hier hin. Ich weiß, ich habe gesagt, ja, von oben nach unten, obwohl. Da jetzt verbunden? Ich weiß es nicht. Mal so, damit das irgendwie verbunden ist, weil sonst kann es sein, dass wir kein Wasser kriegen. So, das heißt, wir bauen aber eine neue Zufahrtsstraße hier hin. Das heißt, ich würde vorschlagen, hier nochmal eine Straße hinzubauen, eine vierspurige. Das heißt, genau hier und fahren komplett hier. Mist. Aber wir können ja auch Brücken bauen. Da bin ich mal gespannt, da will ich mal austesten. Da müsste noch eine Doppelstraße, damit ich da runtergehen kann. Das wird so erstmal nicht funktionieren. Wir können es erstmal so machen. Wir werden diese hier erstmal verbinden. Bauen hier die Zufahrtsstraße hin. Ja, genau in der Mitte, das ist gut. Und können hier kurvenartig. Ne, das wäre zu viel. Ja, das wird nicht passen. Wir lassen das erstmal so. Damit hier erstmal eine schöne, schnelle Straße entsteht. Ach so. Dann bauen wir hier die nächste Straße mal hin. Wir werden erstmal ein bisschen besiedeln, das was ich vorhatte. Ich weiß, ich wollte eigentlich das andere machen, aber anscheinend haut es nicht so hin, wie es möchte. Ist aber auch nicht so schlimm. Dafür können wir es hier wieder schön besiedeln. Machen wir hier das Grüne hin. Und natürlich mit Gewerbegebieten. Das, was die Bevölkerung gerade möchte. Wasser und Strom ist da nicht vorhanden. Ergo ziehen wir uns mal hier mal was nach oben. Aber wie kannst du von hier aus machen? Ich weiß aber nicht, in welchen Abständen. Ich hier immer Strom benötige. Und da ich gerade schon von Strom spreche, habe ich gleich das nächste Problem. Stromverbrauch, ja. Das heißt, wir werden unser erstes Windrad erstellen. Das können wir einfach hier hinlegen.
Das Schöne ist, man kann immer sehen, wie viel Strom ich erzeuge. Und genau hier erzeuge ich 8 MW, also Megawatt. Denke ich mal. Korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber sollte hier, ich werde mal eins hier hinbauen. So. Dann haben wir hier die Siedlungen. Hier packen wir Wohnsiedlungen noch hin. Ich weiß nicht, inwiefern ich hier gewisse Größe benötige, damit da Wohnsiedlungen entstehen können. So, das reicht erstmal. Das sieht gut aus. So gefällt mir das, aber leider ist es am Ende so. So sollte jetzt jeder Strom kriegen. Wasser ist auch drinne. Wie sieht es eigentlich mit der Mülldeponie aus? Das könnte, glaube ich, ein bisschen eng werden. 4%, okay, hat noch nichts. Alles klar. So, machen kurz weiter. Jetzt sollte die Industrie etwas boomen. Und wir werden auf jeden Fall den nächsten Schritt oder den nächsten Folge, sage ich mal, auf jeden Fall die Stadt vergrößern, also Industriegebiet, damit da einfach mehr Geld kommt. Geht immer noch ins Minus. Das sieht nicht gut aus. Ich möchte gerne irgendwie mal ins Plus kommen. Gerade hier Nebel? Ja, es ist Nebel, deswegen sehe ich hier gerade nichts. Man kann Grundstücke kaufen. Ach, nee. So weit bin ich noch nicht. Aber wie man sieht, geht man immer schneller ins Minus. Man muss wirklich immer auf die Steuern achten. Aber es geht immer, denk mal, es ist nicht nur die Steuern so. Das ist, weil wir wirklich die Straßen gebaut haben, damit die Bevölkerung immer schneller zur Arbeit kommt. Und ich denke mal, das ist halt der Erfolg. Und wie man sieht, ratzfratz schon auf plus 500. Es wird immer mehr. Das ist sehr gut fürs Auge, sehr gut fürs Gefühl natürlich. Und hier fragt es schon nach dem ersten Arbeitgeber oder Arbeitnehmer eher gesagt. Weil dieses Zeichen bedeutet immer, dass man Arbeiter benötigt. Das ist, glaube ich, das Gebäude hier. Da. Nicht genügend Arbeiter. Aber es wird sich bald ändern. Durch die Wohnsiedlungen, die wir hier einbauen. Und die grünen Zahlen gehen wieder runter. Aber ist nicht so schlimm. Ist halt immer ein Auf und Ab. Wäre immer langweilig, wenn man immer ins Plus kommen würde. Aber es ist immer besser. Es wird immer stetig bei 800. So bei 800 bin ich am Anfang immer zufrieden. Aber sieht sehr gut aus. Wir können natürlich wieder Steuern erhöhen. Aber bisher sagen die noch nichts. Bürger sind unzufrieden. Ich habe aber kein Geld. Da müsst ihr ein bisschen warten. Weil ich will natürlich hier so Park hinbauen, damit die ein bisschen zufriedener werden, weil natürlich je zufriedener die Bürger sind, umso besser ist es natürlich für die Stadt. 735, 729, geht langsam immer zurück. Schreien die eigentlich, wenn ich nochmal einen kurzen Tuck bisschen nach oben gehe? Da bin ich halt gespannt. Ob gleich die erste Meldung kommt, hey, Steine sind zu hoch. Nee, anscheinend nicht. Da war schon mal die erste Meldung. Mit KIs, was? Erde verfügbar. Damit habe ich noch gar nicht schlau gemacht. Ich weiß nicht, was das sein soll. Wasserstrukturen. Da weiß ich auch nicht, da muss ich mir einen Kopf machen. Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben oder mir mal raten, was die Kanäle zu bedeuten haben. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich da was machen kann, was die bringen, wofür ich die benötigen könnte. Also da wäre ich wirklich sehr dankbar.
um das Chord zu drücken. Aber durch die Steuererhöhung sagen die schon gar nichts mehr, dass es zu hoch ist. Das ist natürlich sehr schön, auch für uns. Entschuldigung, wir husten. Ich werde auch wirklich gleich eine Pause machen. Aber wie das immer so ist, wenn man einmal im Spiel drin ist, das ist wirklich wie eine Sucht. Das ist wirklich angenehm, auch für mich. Weil das... Ah, hier sagen schon die ersten Steuern sind zu hoch. Ergo, wenn wir mal Steuern mal ein bisschen senken, gehen wir auf 13%. Dann sollten wir zufriedener sein. Jo, und schon hört's auf, das Gequengel. Aber auch die Einnahmen natürlich. Die Industrie boomt immer noch nicht so, wie ich es haben möchte. Weil da einfach nichts gebaut wird. Und die Einnahmen. Verlassenes Gebäude. Ja, da will natürlich keiner wohnen. Also werden wir es abreißen. Das ist natürlich eine Schande für unsere Stadt Green Island. Und da ist er hier wieder glücklich. Und man hört immer dieses Bing, Bing, Bing. Das bedeutet, dass sich die Gebäude immer verbessern und upgraden, so gesehen. Aber die sind unfroh über die Steuererhöhung. Machen wir hier mal wieder hoch. Aber die Haupteinnahmen sind die Wohnsiedlungen bei uns. Aber die sagen noch nichts. Und man sieht, dass der Verkehr sich immer mehr verstärkt. Immer mehr wird. Aber die Industrie baut sich nicht aus. Die kommt nicht aus dem Knick. Aber das Verlangen nach Wohnsiedlungen wird immer mehr. Das würde ich sagen, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Weil ich merke schon, dass mein Husten immer stärker wird. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich auf Tipps freuen. Könnt gerne vielleicht auch Straßen gemeinsam benennen, wenn ihr eine bestimmte Straße haben wollt. Wo, könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Oder ob wir die allgemeine Stadt umbenennen möchten. Schreibt es einfach in den Kommentaren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen angenehmen Sonntag bzw. einen schönen Start in die Woche. Und verabschiede mich somit und wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Abend. Tschüss!